Guido, Heike, ihr gehört zu den Fanzwergen der Gladiators Trier. Ihr reist jedes zweite Wochenende quer durch Deutschland. Wie kommt man dazu? Was muss man mitbringen, um da so basketballverrückt zu sein? Ich würde sagen, viel Einsatz und viel Wille, dass man da fast jedes zweite Wochenende mittlerweile zusammenfährt und viel Zeit mitbringen. Man muss viel zurückstecken natürlich auch, aber... Wie viele Kilometer legt ihr da so hin im Jahr, in der Saison? Wisst ihr das? Also dieses Jahr 11.602, ohne Vorbereitung, ohne Playoff gerechnet. Also ich habe das mal so als Beispiel, sehe ich das zum Beispiel immer, das ist so circa die Luftlinie Entfernung vom Nordkap bis nach Kapstadt runter. Also ist doch schon eine ganz schöne Entfernung. Das heißt, die Vorbereitung hast du auch erwähnt, das heißt Vorbereitungsspiele, Playoffs, seid ihr immer dabei, auch wenn es nicht die reguläre Hauptrunde ist, ja? Ja, genau. Okay. Genau. Vorbereitung, vielleicht nicht alle Spiele, aber soweit es möglich ist schon, aber Playoffs definitiv alle, genau. Wir versuchen doch, die Mannschaft so ziemlich von unserer Seite her zu unterstützen und soweit es machbar ist, natürlich unter den Machtverhältnissen. Wir sind immer da. Die Jungs, die sehen auch direkt schon, wenn die in die Halle betreten, ach, die sind wieder da. Was sagt denn eure Familie oder eure Freunde dazu, wenn ihr da so ja, jedes zweite Wochenende unterwegs seid? Ist das für die okay? Kein Problem? Die passen sich uns an. Ja. Mein Mann zum Beispiel, gut, der fährt halt auch öfter mit, aber nur Kurzstrecke. Und für ihn ist dann halt Langstrecke zu stressig. Und zum Beispiel meine Freundin hatte Geburtstag und die hat dann gesagt, komm Heike, du musst sowieso abends zum Heimspiel gehen. Ich mach Frühstück, damit du wenigstens da bist. Und dann passen die sich einfach uns an. Also, da wir das schon seit Jahren machen, haben die sich mittlerweile schon dran gewöhnt und die wissen schon genau, wenn die Saison anfängt, so im September, Oktober, dass wir dann ein bisschen weniger Zeit haben für sie, aber dafür ist der Sommer ja natürlich da, wo wir da ein bisschen nachholen können. Was sagen die Arbeitgeber dazu? Ist das für die auch kein Problem? Also mein Arbeitgeber ist ja ziemlich tolerant der Sache gegenüber. Da kriege ich eigentlich immer so kurzfristig Urlaub, wenn mal ein Freitagsspiel ist oder Montag oder in der Woche ein Spiel generell, wenn die Playoffs anstehen und es mal kurzfristig ist, dann ist er schon sehr tolerant dagegenüber. Bei mir ist es ähnlich. Ich gehe zwar nur halbtags arbeiten, aber wenn ich frei haben müsste, wäre es auch kein Problem. Dann könnte ich halt mal tauschen oder Urlaub machen. Kein Problem. Jetzt geht es am Freitag gegen Köln. Was ist denn in dieser Saison noch möglich für die Gladiators? Ja, Köln natürlich. Das wird wieder ein sehr schweres Spiel werden. Richtungsweisend wieder, aber ich hoffe, dass wir das, wenn die Teamleistung stimmt, dass wir das am Freitag schaffen werden und dann mal abwarten, was dann noch weitergeht. Welchen Platz wir am Ende dann erreichen werden. 6, 7 und 8 ist es wahrscheinlich nur noch 6, 7, 8 machbar. Deswegen Platz 5 denke ich mal nicht. Und in den Playoffs hofft man dann, dass man nicht unbedingt wieder nach Sachsen-Anhalt muss, nach Weißenfels? Oder was hofft man dann da? Dass Kirchheim der Gegner sein wird. Genau, Kirchheim liegt uns. Wenn die den dritten machen, wir den sechsten, das wird dann eigentlich passend. Genau.